allen, zugleich auch im Namen meines Vorstandskollegen Herrn Mück, sehr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung 175 Jahre Landkreis begrüßen. Ich möchte an dieser Stelle besonders begrüßen Herrn Landrat Kramer, unseren Verwaltungsratsvorsitzenden, den ersten Beigeordneten Herrn Möller, jeweils zusammen mit Gattin, und im Übrigen alle Mitglieder von Gremien des Kreises, in welcher Funktion auch immer. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich angesichts der Vielzahl von hochkarätigen Ehrengästen auf eine Begrüßung im Einzelnen verzichten möchte. Wir sind froh darüber, dass diese Ausstellung heute in unseren Räumen eröffnet wird. Sie ist ja eine Wanderausstellung und ich denke, der Standort ist gut gewählt. Wir haben eine beachtliche Kundenfrequenz hier und diese Ausstellung wird sicher die ihr gebührende Resonanz finden. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und wünsche in diesem Sinne der Ausstellung einen guten Erfolg. Eine der Zielrichtungen haben wir definiert. Zum ersten Mal seit 1821 ist die Geschichte des Landkreises erforscht und aufgeschrieben worden. Historiker und Heimatforscher haben sich bereit erklärt, sich dieser Aufgabe zu widmen. Ich begrüße Sie, meine Herren, in unserer Runde besonders herzlich. Ihre Arbeit findet sich in einer Monographie wieder, die der Kreisausschuss zum Jubiläumsjahr hat erscheinen lassen. Die Ergänzung zu dieser Monographie ist die Ausstellung, die wir heute der Öffentlichkeit präsentieren. Im doppelten Rückblick auf die Vergangenheit verfolgen wir, verehrte Besucher, mehrere Motive. Erstens, wir informieren über die wechselnden, sich ständig verändernden, im Verlauf der Zeit zunehmenden und heute breit angelegten Tätigkeitsfelder der Kreisverwaltung Fulda. Ich bin ganz sicher, dass dem Publikum damit Neues und bisher Unbekanntes vermittelt wird. Denn eines ist auffällig und es bedurfte aus meiner Perspektive dieses Jubiläums, um das überhaupt zu erkennen. Der Schulunterricht bei uns gibt der kommunalen Selbstverwaltung, der Schulunterricht bei uns gibt der Kommunalpolitik sehr wenig Raum. Wenn überhaupt, dann ist von den Kommunen und ihren Funktionen die Rede. Der Landkreis kommt faktisch überhaupt nicht vor. Dass der Zeitgeist die sogenannte Provinz erst mit Verzögerungen und Verspätungen erreicht. Ausgelassen hat er sie nie. Niemals war der ländliche Raum eine Insel. Er gehört zum Ganzen und teilt das Schicksal dieses Ganzen. Drittens, wir erinnern an dramatische Phasen der Geschichte. Zu ihnen zählt für mich, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, die ersten Monate nach dem Zweiten Weltkrieg, als völlig unerwartet Tausende von Heimatvertriebenen innerhalb von wenigen Stunden nach ihrer Ankunft hier in Osthessen untergebracht werden mussten. Die Ausstellung zeigt schließlich, dass der Landkreis des Jahres 1996 nicht willkürlich zusammengefügt, kein Kunstprodukt der Gebietsreform, sondern ein weitgehend homogener Raum mit einer eigenen Geschichte und einer eigenen Tradition ist. Ich bin mir der Tatsache sehr wohl bewusst, dass der Begriff der Identität einen hohen Anspruch formuliert. Alle Tafeln
die sich mit der Zeitfolge befassen, haben so ziemlich den gleichen Aufbau, Tierung. Dann im Mittelbereich eine Zeitleiste, auf der die Ereignisse abgeschrieben sind. Auswahl ist immer so eine Sache, ich habe versucht, die wichtigsten zu nehmen. Viele werden anderer Meinung sein, aber der Raum ist nun mal begrenzt. Unten ist eine Leiste, die sich mit dem geschichtlichen Hintergrund in der Region befasst, also Ereignissen, die über den Raum Fulda hinaus Bedeutung hatten, ja, aber natürlich in diesen hineingewirkt haben. Wir sehen hier also zunächst mal, wie die Kreise in Kurhessen gebildet worden sind im Rahmen einer Verwaltungsreform. Näheres kann man den Texten entnehmen oder noch besser der Monographie zur Kreisgeschichte. Dann einzelne Veränderungen, die sich ergeben haben, sowohl territorial als auch von der Organisation her. Dann die Ereignisse will ich hier nicht aufzählen. Die Zeitleiste beginnt etwas früher, mit der Zeit nach dem Wiener Kongress, als größter Teil des Fuldaer Landes entweder an Kurhessen gefallen ist oder an Bayern. Führt dann zu den verschiedenen organisatorischen Änderungen. Hier ist der Punkt, an dem Gebietskörperschaft, kann man noch nicht sagen, Verwaltungseinheiten gegründet worden sind, die sich Kreise nannten. Effektiv ist das am 01.01.1922 passiert. Wir feiern das Jubiläum also ein bisschen zu früh. Natürlich industrielle Produkte, vor allem aus England, jetzt billiges Binnenland, und bringen das Handwerk, das traditionelle Gerade, eine schwierige Lage. Auf der anderen Seite bietet der Bahnbau aber auch die Chance zur Industrialisierung. Und die Industrie schafft verlängerfristig bei weitem mehr Arbeitsplätze als durch die wachsende Konkurrenz aus dem Ausland für Landwirtschaft und Handwerk und traditionelles Gewerbe auch verloren. Einigermaßen unverständlich scheinen mag, ist die Teilung der Behörde
für die allgemeine Landesverwaltung, das eigentliche Landratsamt und den Kreisausschuss als Selbstverwaltungsorgan, die nur an der Spitze in der Person des Landrats als Behördenleiter vereinigt sind. Diese Funktionsteilung drückt sich in den beiden Schildern aus, die am Kreishaus angebracht sind und ist nur erklärbar, wenn man ein Beispiel des Altkreises Fulda erfährt, wie Kreise entstanden sind. Sie sind nämlich das Produkt einer verwaltungsgeschichtlichen Entwicklung, die vor 175 Jahren begann und die in diesem Jahr zu einem Jubiläum des Kreises führt. Als Geburtsurkunde sozusagen der nordhessischen Kreise ist eine Verordnung zu sehen, die der damalige Kurfürst Wilhelm II. Von Hessen-Kassel am 29. Juli 1821, kurz nach seinem Regierungsantritt, erließ und die als Organisationsedikt dem Kurfürstentum Hessen eine einheitliche Verwaltung nach damals modernen Gesichtspunkten gab. Bis dahin galten in den einzelnen Landesteilen noch unterschiedliche Rechte und Verwaltungspraktiken. Über ein Jahrtausend lang war das Fuldaer Land als Reichsabtei ein selbstständiges geistliches Fürstentum innerhalb des Alten Reiches gewesen, bis es 1803 der Säkularisation zum Opfer fiel. Nach mehrmaligen Besitzwechseln, verbunden mit Teilungen, kam es 1815 an Preußen. Das Besitzergreifungspatent vom 31. Januar 1816 hatte Kurfürst Wilhelm I. bekannt gegeben, dass er das in Anführungszeichen Großherzogtum Fulda vermehrt um die ritterschaftlichen Gerichte Lengsfeld, Mansbach, Hubenau und Werder für den kurhessischen Staaten vereinigt hat. Erstens setzte der Kurfürst eine Regierungs- und Organisationskommission ein, die die Landesverwaltung wie bisher fortführen, aber auch einen Plan für die Einrichtung sämtlicher Behörden entwerfen sollte. Nach dem Tod Wilhelms I. am 27. Februar 1821 übernahm dessen Sohn als Wilhelm II. Die Regierung. Während seines preußischen Exils zur Zeit der französischen Okkupation Hessens hatte er die dortige Einheitsverwaltung als Machtstütze des Staates kennengelernt, die der heimatlichen schwerfälligen Vielfalt überlegen war und die er nun hier einzuführen gedachte. Und in vier Provinzen, nämlich Oberhessen mit 10 Kreisen, Niederhessen mit 4 Kreisen, Fulda mit 4 Kreisen und Hanau mit 4 Kreisen eingeteilt. Man kann davon ausgehen, dass die Geschichte des Kreises Fulda damit begann, dass der erste Kreisherr Friedrich Fondi am 13. Oktober 1821 sein Anstellungsreskript, das ist also seine Bestattungsurkunde, der damals noch großherzoglichen Regierung in Fulda überreichte und dabei anzeigte, dass er seine Funktionen am 1. Dezember aufzunehmen gedachte. Yeah.
Fachgäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aus Anlass des 175-jährigen Bestehens des Landkreises Fulda darf ich Sie zum heutigen Festakt begrüßen. Ich freue mich, dass ich unter den Anwesenden eine ganze Reihe von Ehrengästen willkommen heißen darf. Ein herzlicher Willkommensgruß gilt den anwesenden Ehepartnern unserer Gäste. Mein besonderer Gruß gilt dem Vertreter der Bundesregierung, Herrn Bundesminister Friedrich Bohl aus dem Bundeskanzleramt. Für das Land Hessen begrüße ich den Präsidenten des Hessischen Landtages, Herrn Klaus-Peter Möller, und den hessischen Minister der Finanzen, Herrn Karl Staatsacher. Das Regierungspräsidium in Kassel ist durch den Vizepräsidenten Herrn Schestag vertreten. Für die christlichen Kirchen begrüße ich für die katholische Kirche den Fuldaer Diözesanbischof, Herrn Erzbischof Dr. Johannes Düper. Und für die evangelische Kirche Herrn Propst Gerhard Pauli und Herrn Dekan Reinhold Kalten. Grüßen darf ich den Oberbürgermeister der Stadt Fulda, Herrn Dr. Hamberger. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Überlassung des Schlosstheaters für die heutige Veranstaltung. Ich bin dem Festredner des heutigen Abends, Herrn Professor Dr. Günter Püttner aus Tübingen und seiner Gattin. Ich darf Ihnen, Herr Professor Büttner, danken, dass Sie bereit waren, bei der heutigen Jubiläumsveranstaltung den Festvortrag zum Thema der Landkreis gestern, heute und morgen zu übernehmen. Abgeordneter aus Südungarn kann ich begrüßen, eine Abordnung der Stifferler Gemeinden, bestehend aus Bürgermeistern und Vorstandsmitgliedern der deutschen Minderheitenselbstverwaltung. Diesen Kontakt pflegt unser Landtags- und Kreistagsabgeordnete Dr. Herr. Wir danken Ihnen, dass Sie zu unserer Jubiläumsfeierlichkeit in den Landkreis Fulda gekommen sind. Wir sind am heutigen Tag zusammengekommen, um im festlichen Rahmen die Gründung des Landkreises Fulda vor 175 Jahren zu gedenken. Die Geburtsstunde war der 29. Juni 1821, als der damals regierende Kurfürst Wilhelm II. Von Hessen-Kassel kurz nach seinem Amtsantritt ein sogenanntes Organisationsedikt erließ. Dieses Edikt regelt die verwaltungsmäßige Einteilung des Kurfürstentums Hessen-Kassel in Provinz und Kreise. Es ist als Gründungsdatum der meisten Landkreise im Regierungsbezirk Kassel. Ein Landkreis feiert Geburtstag. Ein solches Jubiläum ist wie ein Halt auf dem Weg durch die Zeit. Wir erinnern an die Vergangenheit, die ein Teil deutscher Geschichte ist. Das geschieht mit einer Monographie. Zum ersten Mal werden mit ihr 175 Jahre des Landkreises Fulda gebündelt, beschrieben und beleuchtet. Sie berichtet Neues, manchmal Aufregendes, langweilige Passagen kennt sie nicht. Gleichzeitig besinnen wir uns der Gegenwart und wagen einen Ausblick in die Zukunft. Wer ein Medium für Cassandra-Rufe ist, könnte zu dem Ergebnis kommen, dass die Analyse ernüchternd und die Perspektive düster sei. Schon seit geraumer Zeit beherrscht ein Thema die Verlautbarungen von Politikern und Verwaltungswissenschaftlern: die Krise der kommunalen Selbstverwaltung. Sie beschreibt einen Prozess der Auszehrung kommunalpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten und sie verweist dabei sowohl auf die Ebbe der öffentlichen Kassen
als auch auf die Tendenz des Staates, kommunales Handeln durch Gesetze und Verordnungen einzuschnüren. Kommunale Selbstverwaltung befindet sich in einem Existenz- und Abwehrkampf. Ein hochaktuelles Moment kommt hinzu. Die Diskussion darüber, dass die Staatsquote zurückgeführt werden müsse, dass Verwaltungsstrukturen undurchschaubar geworden seien, dass der Staat auf allen seinen Ebenen schlanker werden müsse, hat in Südhessen eine spezifische Forderung initiiert. Sie verlangt eine Reform, die die Auflösung der heutigen Landkreise zum Ziel hat. Zwischen dem Land und den Kommunen solle künftig nur noch eine Ebene bestehen, ein großer Regionalverband. Jeder von uns, meine Damen und Herren, der diese Debatte verfolgt, weiß, dass solche Überlegungen ihre Ursache in den verwirrenden administrativen Besonderheiten des Rhein-Main-Ballungszentrums haben. Wir wissen aber auch, dass so grundlegende Veränderungen, wenn sie denn kämen, im Süden Hessens nicht Halt machen, sondern das ganze Land und damit auch uns erfassen würden. Beginnen wir das Jubiläum des Jahres 1996, also in dem Bewusstsein, als Landkreis demnächst zur Disposition zu stehen? Befinden wir uns vor dem Aus unserer osthessischen Eigenständigkeit? Haben wir unsere Zukunft schon hinter uns, weil wir demnächst in einem Regionalverband Mittel- oder Nordhessen aufgehen werden? Ich nehme das Ergebnis vorweg. Ich glaube nicht daran, dass diese Konzeption Wirklichkeit werden könnte. Ihr objektives Defizit besteht darin, dass sie keine Antwort hat auf die Frage, wie durch die Konzentration von Kraftaufgaben in den Händen einer zentralisierten Verwaltungsgroßeinheit eine verbesserte Bürgernähe erzielt werden sollte. Ich will keinen Zweifel daran lassen, dass der Bestand staatlicher Institutionen überprüft werden muss. Es ist geboten, die Effizienz staatlicher Einrichtungen zu optimieren. Es ist notwendig, über die Einsparung von Verwaltungsstufen nachzudenken. Aber jede Reform, die die kommunale Ebene neu ordnen will, muss sich daran orientieren, dass Kommunalverwaltungen zuallererst Dienst am Bürger ist. Weder der Bund noch das Land kennen die Unmittelbarkeit und Direktheit unserer Serviceleistungen. Die Qualität dieses kommunalen Dienstangebots ist auch davon abhängig, wie leicht, einfach und schnell die Verwaltung für den Bürger erreichbar ist, wie zügig und entgegenkommend sie Bürgerbelange beantwortet. Wir dürfen ihre Akzeptanz nicht dadurch schmälern, dass wir die Entfernung zwischen ihr und dem Bürger weitermachen. Größere Bürgernähe setzt vielmehr voraus, dass wir die Wege verkürzen. Die Idee des Regionalverbandes kann das nicht leisten. Sie würde das Gegenteil bewirken. Schon deshalb hat sie nach meiner Einschätzung keine Chance. Das allerdings ist nur ein Aspekt. Der zweite wiegt schwerer. Ich behaupte, meine Damen und Herren, dass eine Korrektur der gegenwärtigen Verwaltungsgrenzen willkürlich und deshalb gegen uns gerichtet wäre, weil dieser Landkreis wie eine Klammer eine Region umfasst, die historisch gewachsen und aktuell gewollt ist. Das Geburtstagskind darf es so sagen. Wir sind keine Mittelhessen. Wir sind keine Nordhessen. Wir sind Osthessen mit einer eigenen Identität,
weil wir eine eigene Geschichte, eine eigene Tradition und ein eigenes Selbstbewusstsein haben. Wird spürbar in einer emotionalen Zuwendung zu einem Raum, den wir genutzt, aber nicht ausgebeutet, den wir in Anspruch genommen, aber gleichzeitig geschützt haben. Die Rhön hat über Epochen ihren Charakter, ihre Unverwechselbarkeit bewahrt. Sie war und ist das Land der offenen Fernen mit ihren Gipfeln, Kuppen und Tälern, mit ihren Dörfern und Weilern, mit ihrer Herbheit und dem Farbenspiel der Jahreszeiten. Wurzel unserer Identität zählt schließlich die gemeinsame Erfahrung, die wir über mehr als 40 Jahre als Bürger eines Zonenrandkreises gemacht haben. Auf dieses Schicksal war niemand vorbereitet. Es hat die Menschen unerwartet ereilt. Wir haben uns daran gewöhnen müssen, an einer Trennungslinie zu leben, die die Welt geteilt und uns an den Rand gedrückt hat. Andere westlicher gelegene Gebiete der Bundesrepublik haben den Zweiten Weltkrieg hinter sich gelassen und vergessen können. Sie haben sich eingerichtet in einem kleiner gewordenen Deutschland, das bewundert wurde für seine Aufbauleistung und seinen Wohlstand. Die Zonengrenze dagegen war eine beständige, alle positiven Veränderungen überdauernde Demonstration der militärischen Niederlage, der Zerstückelung Deutschlands und der Bedrohung durch den Kommunismus. Jubiläum im wiedervereinigten Deutschland. Ich verhehle nicht, dass auch wir mit dem Fall der Grenze Hoffnungen verbunden haben, von denen wir uns zwischenzeitlich haben verabschieden müssen. Einfacher ist nichts geworden. Kommunalpolitik ist eine Aufgabe mit Schwierigkeiten, Problemen und Widerständen geblieben. Aber nicht auf die Diagnose kommt es an. Über Erfolg oder Scheitern entscheidet, in welcher Verfassung wir diese Herausforderung annehmen. Und da, meine Damen und Herren, sage ich, unsere Verfassung ist gut. Wir haben den Härtetest des Zonenrands bestanden. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Diese Zuversicht in die eigene Kraft wird uns leiten. Wir glauben daran, dass der Landkreis Fulda ein Lebensraum mit Zukunft ist. Und wir versprechen im Jahr dieses Jubiläums, dass wir alles einbringen werden, um diese Zukunft nach unserem Bilde zu gestalten. Zu Ihrem Geburtstag, dem 175. Geburtstag, herzliche Grüße überbringen. Ich freue mich, ein wenig mit Ihnen feiern zu dürfen. Ich überbringe die Grüße der Bundesregierung und insbesondere auch des Bundeskanzlers. Sie haben allen Anlass, auf Ihre Geschichte, auf Ihr Jubiläum stolz zu sein. Ich glaube, Landrat Kramer hat sehr eindrucksvoll die Wurzeln und die Gründe für das Selbstbewusstsein und die Leistungen der Menschen im Fuldaer Land dargelegt. Und ich will nicht verhehlen, sehr geehrter Landrat Kramer, dass wenn dieses heute Bilanz des Landkreises Fulda ist, neben und nach vielen Vorgängern es ohne Zweifel auch zu einem Großteil Ihr Verdienst ist. Sie stehen jetzt 24 Jahre an der Spitze dieses Kreises und Sie haben diesen Kreis in besonderer Weise geprägt. Ich glaube, auch ein herzliches Dankeschön an Ihre Adresse gehört zu der heutigen Geburtstagsfeier. Entscheidungs- und Verwaltungsgremien, Herr Landrat, wird das Verhältnis der Bürger zu Ihrem Staat ganz maßgeblich geprägt. Verwaltungsreform, und Sie haben ja ein Thema angesprochen, ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern es ist auch eine Frage, wie die Bürger partizipieren, teilnehmen
können und dürfen. Alexis de Tocqueville hat in seiner Sprache vor 250 Jahren wie folgt formuliert. Die Gemeindeeinrichtungen, so die Übersetzung, sind für die Freiheit, was die Volksschulen für die Wissenschaften sind. Sie machen sie dem Volk zugänglich. Sie wecken in ihm den Geschmack an ihrem freiheitlichen Gebrauch und gewöhnen es daran. Ohne Gemeindeeinrichtungen kann sich ein Volk eine freie Region geben. Aber den Geist der Freiheit besitzt es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bei allen Überlegungen über schlanken Staat, neue Formen, auch auf der kommunalen Ebene, nie vergessen sollten. Und wenn 1821 ist dieser Kreis neben vielen anderen hessischen per Edikt entstanden, wir zurückgehen auf den Freier vom Stein, der sollte zumindest heute in dieser Feierstunde genannt werden. Denn war es doch die Erkenntnis, dass der Staat nicht von oben mit dem Oktroi Lebensgemeinschaft, Freiheitswillen der Bürger erhalten kann. Der preußische Staat ist unter den napoleonischen Armeen zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und es war die Freiheitsbewegung, die Freiheitskriege, die neue Impulse gebracht haben, die die kommunale Selbstverwaltung, die steinhardenbergischen Reformen mit der Bereitschaft, dem Bürger Verantwortung zu übertragen und damit auch Mitwirkung überhaupt erst das moderne Deutschland möglich gemacht haben. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass wir in diesem Sinne auch für das Fuldaland eine gute Zukunft haben werden. Und wir wissen, was wir an Fulda haben. Fulda ist nicht nur ein liebenswürdiger Landkreis, sondern er ist ein Landkreis, dessen Menschen in besonderer Weise den Werten sich verpflichtet fühlen, die unsere abendländische Kultur tragen und für die wir als Bundesregierung herzlich danken. Wir wünschen dem Landkreis Fulda und seinen Menschen alles Gute und Gottes Segen. Ich danke Ihnen. Aus Anlass des 175-jährigen Bestehens des Landkreises Fulda die Glückwünsche des Landes Hessen für den Hessischen Landtag und seinen anwesenden Präsidenten Klaus-Peter Möller und für die Hessische Landesregierung und unseren Ministerpräsidenten Hans Eichel heute überbringen darf. Das Land Hessen insgesamt hat auch der Landkreis seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen großen Schritt nach vorn gemacht. Noch mehr als im Ballungsraum des Rhein-Main-Gebietes werden in einer Gegend wie dieser die Fortschritte sichtbar, die bei gemeinsamer Anstrengung in den zurückliegenden Jahrzehnten gemacht wurden. Ablesen lässt sich die gute Position des Landkreises nicht zuletzt an seinen Finanzstrukturdaten. Sie, Herr Landrat und Sie, Herr Kreistagsvorsitzender, haben in Ihrer Bescheidenheit das nur angedeutet. Ich kann das etwas deutlicher sagen. Den Landkreis Fulda drückt sowohl absolut als auch pro Kopf der Bevölkerung die niedrigste Verschuldung aller hessischen Landkreise. Die von ihm erhobene Kreisumlage ist die niedrigste in ganz Hessen. Der Landkreis Fulda mögen sich in den nächsten Jahren etwas ungünstiger entwickeln als bislang. Damit teilt der Kreis das durch die anhaltenden Steuerausfälle verursachte Schicksal aller öffentlichen Haushalte. Aber die Finanzen des Landkreises sind insgesamt stabil, beneidenswert stabil. Das ist das Ergebnis soliden Wirtschaftens und dazu möchte ich den Landkreis Fulda beglückwünschen. Bei der Vorbereitung auf dieses Grußwort, mir waren auch nur 5 Minuten zugebilligt, die von Ihnen angesprochene Idee aus Südhessen zur Lösung der schwierigen Strukturprobleme der kommunalen Selbstverwaltung nicht einbezogen. Ich habe diese Idee für nicht ausreichend wichtig gehalten, um sie hier vorzutragen. Sie haben gesagt, Sie glauben nicht, oder Sie möchten nicht an den Erfolg dieser Idee glauben, werden Sie als Osthesse entgegennehmen, dass ich als Mittelhessen diesen Glauben auch nicht habe und dass ich im Rahmen meiner politischen Möglichkeiten auch dafür was tun werde mit Ihnen gemeinsam, dass diese Idee nicht wirklich wird, dann möchte ich das hier so sagen. Und
Herzlichen Glückwunsch an den Landkreis Fulda zu seinem 175-jährigen Jubiläum im Namen der Landesregierung, im Namen des Hessischen Landtags und alle guten Wünsche für die Zukunft, für den Landkreis und seine Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank. Eigentlich ist ja nun alles schon gesagt. Die Letzten beißen die Hunde. Ich muss mir etwas einfallen lassen, was meine Vorredner noch nicht Ihnen unterbreitet haben. Und es ist auch gar nicht so einfach für einen Auswärtigen, einem Landkreis zu gratulieren. Nicht? Wie viele Jahre soll man ihm noch wünschen? 25, 50, nochmal 175 oder vielleicht mehr? Wie beständig soll ein Landrat, ein Landkreis sein? Persönliche Rolle des Landrats, jetzt wirklich Landrat, des Landrats als Mittler zwischen Staatsverwaltung und kommunaler Selbstverwaltung, von meinem Kieler Kollegen von Unruh eindrucksvoll dargestellt, die auch den Landkreis als Institution populär gemacht hat. Ich habe vor Jahren in Frankfurt am Main noch erlebt, dass Vereine in längst eingemeindeten Ortschaften noch immer den Landrat aus dem Umland zum jährlichen Fest einluden, nicht einen Vertreter der Stadt. Auch heute wird man vom Landrat erwarten, dass er sich, wie vorhin der Landrat Kramer ja auch getan hat, sich persönlich als Mittler zwischen Staat und Selbstverwaltung, zwischen Fachverwaltung und Bürgerschaft engagiert. Doch er allein wird es im Zeitalter der postindustriellen Gesellschaft nicht schaffen können. Es muss das Engagement vieler in der Verwaltung geben und so ist der Kreis eigentlich eine Verwaltung, in der viel Engagement vieler Verwalter nötig ist, um die Aufgaben unter den heutigen Bedingungen wirklich zu erfüllen. Ich denke mir, dass die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden und Kreisen, die so oft kritisiert wird in der Wissenschaft, so schlecht offenbar gar nicht geordnet ist, denn es zeigt sich in dem, was hier über den Erfolg der Verwaltungsarbeit dargestellt werden konnte, dass eigentlich in der gegebenen Aufgabenverteilung und Kreisverfassung die Aufgaben durchaus bewältigt werden konnten. Das muss ja auch einmal gesagt werden. Die Fulda dürfen deshalb stolz sein, wenn es Ihnen gelingt und gelungen ist, in Ihrem Bereich das Umland und die Stadt in gegenseitiger Ergänzung zusammenzuführen. Und ich hoffe, dass es in Fulda an diesem Punkt auch in den nächsten Jahren Fortschritte geben wird und dass erfolgreich zusammengearbeitet werden kann. Was die Aufgabenverteilung im Kreis angeht, so konnte man übrigens am Beginn der Gebietsreform gelegentlich die Befürchtung hören, die neuen Großgemeinden würden Kompetenzen an sich ziehen und die Kreisverwaltung austrocknen. Wie wir nun inzwischen wissen, ist das überhaupt nicht geschehen. Im Gegenteil, die Zuständigkeiten der Kreise sind, bedingt durch die Erfordernisse moderner, leistungsfähiger Verwaltung, sogar noch angestiegen. Mit der Gebietsreform konnte gerade die Verlagerung auch der einfachen Verwaltungsgeschäfte und des Betriebs der örtlichen Einrichtungen der Leistungsverwaltung von den Gemeinden zu den Kreisen verhindert werden, sodass es also zu einer Aufrechterhaltung des gewachsenen Zustandes gekommen ist, was ich sehr begrüßen würde. Aber mit der Gebietsreform konnte nicht eine eigentliche Aufgabenwanderungsreform bewirkt werden und vielleicht war das auch richtig so. Die Chronik zum Beispiel, dass infolge der Auswanderungswelle, auch diese wurde schon erwähnt, und der genannten Notlage die Bevölkerungszahl im Kreis Fulda von über 60.000 im Jahre 1834 auf gut 56.000 im Jahre 1871 zurückging. Also eine Periode, in der an sich sonst Aufschwung kam. Und dass der alte Stand erst ungefähr 1910 wieder erreicht wurde. Man kann auch lesen, wie Fulda den Kulturkampf und später die Weltkriege erlebte. Und mit etwas Erstaunen habe ich in einem abgedruckten Schreiben der alliierten Militärregierung von 1945 gesehen, dass diese ein gemeinsames Amt für die Kreise Fulda und Hünfeld sowie für die Stadt Fulda eingerichtet hatte. Ob das nun ein Akt der Weitsicht oder ein Wink mit dem Zaunpfahl für die kommende Generation der Gebietsreformer war, ich weiß es nicht, aber interessant war es zu lesen. Natürlich sind auch die neueren Ereignisse, die Zonengrenzprobleme, dann die Gebietsreform, die Entwicklung Fuldas zum großen Verkehrsknoten und so weiter nicht ausgespart. Auch wer nach merkwürdigen Details sucht, wird immer wieder fündig,
so wenn er von der Heraufsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 25 Jahre geschehen 1814 lesen kann. Aber im Ganzen wird jedenfalls deutlich, was im Landkreis geleistet worden ist, was Generationen von Landräten, Kreistagsmitgliedern und Mitarbeitern getan haben und wofür ihnen Dank abzustatten ist. Und man kann, wenn man die Dinge genauer betrachtet, auch sehen, dass sich der Landkreis als Verwaltungstyp im Laufe dieser 175 und mehr Jahre durchaus bewährt hat. Und dass, wenn er bisher seiner Abschaffung zugunsten von Regionen getrotzt hat, auch ich zu denen gehöre, die für die Zukunft erwarten, dass er wiederum solchen Bestrebungen jetzt genannt trotzen wird. Einmal nachdenken über die Frage, ob es nicht angebracht ist, dass auch die Kreise und Gemeinden im Land offiziell vertreten sind und an der Lösung der Probleme mitsprechen sollen. Denn es ist durchaus möglich, und die Ansprachen hier haben es gezeigt, dass vor Ort in den Regionen, in den Kreisen, in den Städten die Zukunftsideen wachsen, die wir brauchen, um die Zukunft zu bewältigen. Und sie wachsen vielleicht hier besser als in manchen grünen Tisch in Bonn oder Wiesbaden. Das mit dem Grab des heiligen Bonifatius, da wird man doch sicher den Faktor Kultur, Religion und überhaupt die abendländische Tradition als wichtig ansehen müssen. Und so meine ich, dass dieser Landkreis hier in seiner besonderen historisch gewachsenen Rolle einer der Juwele, einer der Bausteine des kommenden Europa sein kann. Und auch zu dieser Rolle sollte man den Landkreis Fulda ermutigen und ihm für die kommenden Jahre alles Gute wünschen. Für die eindrucksvolle Aufführung beim Orchester Camerata Fulda und dem Chor unserer Winfriedschule mit ihren Dirigenten Harald Graus und Reinhold Feldmann. Wir haben den kulturellen Brückenschlag in unsere Herkunft auch sinnlich erfahren können. Sie, sehr geehrter Professor Dr. Büttner, haben für die Position des Kreises Fulda, der Kreise insgesamt, den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft gespannt. Sie haben uns das Fundament erneut bewusst gemacht und den Blick mit anregender Inspiration nach vorn geöffnet. Herzlichen Dank für überzeugendes Plädoyer für die Zukunft des Kreises, für den Kreis als Zukunftsmodell, als Mittler zwischen Staat und Gesellschaft, wie Sie es bezeichnet haben, als Rückgrat der Verwaltung, als Träger der Kooperation vertikal und horizontal. Herrn Erzbischof Über, Herrn Propst Pauli und Herrn Dekan Kalten sowie die musikalisch Mitwirkenden für die Festgottesdienste. Sie stehen am Anfang unserer Festwoche, denn wir wissen, ohne Gottes Segen ist unser Handeln vergeblich. Gerade in Fulda sind wir uns dieser Rückbindung bewusst. Das Fuldische Kreuz und der hessische Löwe in unserem Wappen machen die Verankerung des Kreises im Wertekanon unserer geschichtlichen und kulturellen Tradition anschaulich. Der Kreis mit seinen ihn tragenden Städten und Gemeinden gibt Heimat. Heimat für die Menschen des Fulda- und Hünfelderlandes in Rhön und Vogelsberg. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind heute als Repräsentanten dieser, als Repräsentanten unserer Region und als Gäste von außerhalb zu uns gekommen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür, dass Sie sich Zeit nehmen, am heutigen Sonntagabend mit uns zu feiern. Auch der Eduard-Stieler-Schule, der Floristenklasse, der Hotelfachschule und an alle, die diesen würdigen Festakt vorbereitet und gestaltet haben. Ich lade Sie nach dem musikalischen Ausklang zu Umtrunk und Imbiss im Foyer ein. Die Studierenden unserer Hotelfachschule werden sich alle Mühe geben, so erfrischend und stärkend wie möglich die Zeit für Begegnung und Gespräch zu gestalten, in der Mischung von Freude und Dankbarkeit. Vielen Dank. Thank you.
Der Malerei der Rhön mit mehr als 200 Bildern in über 80 Malen. Meine Möglichkeiten zulesen, habe ich dann Bilder der Rhön zusammengetragen und dabei viel gelernt. Wenn ich Ihnen nun etwas mit auf den Weg geben kann, dann das, sich in die Bilder zu vertiefen, sie auf sich wirken zu lassen und nicht als erstes nach der Signatur zu suchen. Und fragen Sie auch nicht zuerst, wo ist das? Ich gebe allen heutigen Maler den Hinweis, möglichst ein Hinweisschild des Rhön-Clubs auf ihr Bild zu bringen, um das Bedürfnis der Betrachter nach Lokalisierung der dargestellten Landschaft zu befriedigen. Fragen, ob seine Bilder dem internationalen Maßstab entsprechen. Murer antwortete ihm, werfen Sie diesen Maßstab fort, holen Sie sich einen Stuhl, setzen Sie sich hier ein Bild und warten Sie. Warten Sie. Vielleicht müssen Sie lange warten, bis eine Zwiesprache zwischen Ihnen und dem Bild entsteht. Und sollte sie nicht sich einstellen, dann nehmen Sie bitte nicht ohne weiteres an, dass es eine Unzulänglichkeit des Bildes ist, sondern fragen Sie sich, ob es an Ihnen, an Ihren Augen und es vielleicht daran liegt, dass Ihr Schauen durch das Messen mit dem internationalen Maßstab verdorben worden ist. Ist beileibe nicht seine einzige Eigenschaft, er hat mit unendlicher Geduld, mit leidenschaftlichem Einsatz diese Präsentation zusammengetragen. Und wenn das in dieser Form, in dieser Dimension geschieht, dann stelle ich selbst mir immer wieder die Frage, wo das Motiv dafür liegen könnte. Ich glaube, es liegt in der Tatsache begründet, dass Herr Steinfeld der Kunst verfallen ist. Ich danke, meine Damen und Herren, allen Leihgebern, ob es sich um Museen, um Galerien, um private Persönlichkeiten handelt,
weil ich weiß, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass jemand derartige Exponate, wenn auch zeitlich begrenzt, aus der Hand gibt. Ich danke dem Direktor der Volkshochschule, Herrn Ballmeier. Ich weiß von ihm, dass die Kunststation mit all ihren Aktionen bei ihm in guten Händen liegt. Ich danke unserem Stipendiaten Numan Hussein Begovic und seiner Frau Jasmin. Kein Zufall, dass die erste Veranstaltung am Beginn der Jubiläumswoche des Landkreises Fulda die Eröffnung einer Kunstausstellung in Kleinsassen ist. Es war mein Wille, dass es dazu kommt. Denn Kunst ist dem Landkreis Fulda ein Anliegen. Meine Damen und Herren, Kunst ist für uns keine bloße Nebensache. Kunst ist für uns kein politisches Abfall- oder Wegwerfprojekt. Kunst steht für uns nicht zur beliebigen Disposition. Ich will Ihnen gegenüber nicht verheimlichen, dass wir Kunst nicht werden aussparen können, wenn es in den nächsten Jahren darum geht, angesichts einer dramatischen Ebbe in den öffentlichen Kassen mit weniger Mitteln als bisher zu haushalten. Aber einen Abschied aus der Kunst wird es in der Politik des Landkreises mit mir nicht geben. Wir sprechen seit geraumer Zeit im politischen Rahmen von materieller Armut. Meine Damen und Herren, wenn wir uns aus der Kunst verabschieden, verarmen wir geistig und emotional. Ich glaube, dass Sie mein Empfinden teilen werden, wenn ich bereits nach einem ersten Rundgang durch diese Präsentation zu dem Ergebnis komme, sie verdient unsere besondere Aufmerksamkeit, denn zum allerersten Mal überhaupt ist es dazu gekommen, dass Maler der Rhön über einen Zeitraum von 200 Jahren sich hier darstellen. Verschiedene Maler, verschiedene Stilrichtungen und sehr differenzierte Sichtweisen. Meine Damen und Herren, was bleibt von der Kunst? Hat Robert Musil die Antwort gegeben, wir als Geänderte bleiben. Das ist ein hoher Anspruch. Denn damit geht Musil davon aus, dass derjenige, der beginnt, sich für Kunst zu interessieren, ein anderer wird als der, der er zuvor gewesen ist. Vielleicht gelingt es dieser Ausstellung, den einen oder anderen zu ändern. Notwendig dazu ist das, was Herr Steinfeld gesagt hat. Es ist eine Missachtung des Künstlers, ein Bild mit flüchtigem Blick zu streifen. Gleichgültig, zu welchem Ergebnis wir kommen, ich glaube, dass jeder Künstler ein Recht darauf hat, dass wir uns in ein Bild vertiefen, dass wir versuchen, in Zwiesprache mit dem Bild zu kommen. Und dann mag es gelingen, dass diese Ausstellung bei dem einen oder anderen wirkliches Interesse für Kunst bewirkt oder aber uns alle nur erkennen zu lassen, wie schön unsere Heimat ist, weil sich ihr so viele, so große Künstler so intensiv nicht zugewandt hätten. Die Ausstellung Rhön Malerei, 200 Jahre Bilder der Rhön, ist eröffnet. Danke. Die Jubiläumswoche will die Vielfalt des geschäftlichen, gesellschaftlichen Lebens im Kreisgebiet zum Ausdruck bringen. Es ist keine Selbstdarstellung der Kreisgremien beabsichtigt. Vielmehr soll das Kreisjubiläum zu einem Fest von Bürgern für Bürger werden. Mit dem Festprogramm wollen wir die unterschiedlichen Alters-
und Interessengruppen ansprechen. Ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für Ihr Interesse und die Bereitschaft zur Teilnahme bedanken. Veit hat in seinen Einführungsworten von einer Kreistagssitzung der besonderen Art gesprochen. Dazu gehört auch, und das gilt jetzt für euch alle, bei aller Ernsthaftigkeit, bitte locker vom Hocker, keinen Respekt, ein bisschen Männer- oder Frauenstolz vor Fürstenthron kann hier nicht schaden. Das ist Iris Fleischer und ich bin mit der Klasse 8G1 der Wigbert-Schule Hünfeld hier. Unsere Klasse besteht aus 31 Schülern und die Schüler dieser Klasse kommen entweder aus Hünfeld direkt oder aus Dörfern um Hünfeld. Das sind dann Dörfer wie zum Beispiel Schlossau, Rotenkirchen, Morlis, Mackenzell, Kirchhasel. Während es in Hünfeld selbst ein gutes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche gibt, sieht es in unseren Dörfern schon schlechter aus. Wir würden zum Beispiel uns Jugendzentren oder mehr Räume für Jugendliche wünschen. Wenn wir etwas unternehmen wollen, zum Beispiel ins Schwimmbad gehen oder jemanden in Hünfeld besuchen, sind wir auf unsere Eltern angewiesen, die uns fragen. Frage nicht, weshalb zu euren Gunsten für eure stärkere Mobilität mehr öffentliche Personennahverkehrsmittel angeboten werden. Ich sehe den Sachverhalt genauso wie ihr, aber um zu verstehen, weshalb wir nicht im Kreis flächendeckend jede halbe oder jede ganze Stunde einen Bus verkehren lassen können, muss ich auf Folgendes hinweisen. Es hat bis vor ganz kurzer Zeit eine Zuständigkeit des Landkreises für den ÖPNV nicht gegeben. Heute sind wir zuständig. Warum? Weil die Deutsche Bundesbahn, die bisher für den ÖPNV verantwortlich gewesen ist, so hohe Defizite mit dem öffentlichen Personennahverkehr in der Fläche, nicht in den Ballungszentren, aber in der Fläche eingefahren hat, dass die Bonner Regierung zu dem Ergebnis gekommen ist, den ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge in die Hände der Kommunalverwaltungen zu geben. Kein öffentliches Personennahverkehrsmittel trägt sich selbst. Wir tun, nachdem wir zuständig geworden sind, bemühen wir uns darum, einen Nahverkehrsplan aufzustellen, der zu einer unter den finanziellen Gegebenheiten guten Bedienung der Bevölkerung führt. Aber ich bitte euch alle darum, ebenso wie eure Eltern, viel mehr als bisher, und das hat natürlich auch etwas mit Umweltschutz zu tun, viel mehr als bisher die öffentlichen Nahverkehrsmittel, ob Busse oder Bahnen, in Anspruch zu nehmen, weil dies der Einstieg in ein dichteres Netz ist, von dem ich hoffe, dass wir es in Zukunft werden stricken können. Vielen Dank. Argumente, die zur Ablehnung des Kinder- und Jugendparlaments führen. Dankeschön. Pfarrer Adrott, und die Gründe, die angeführt werden für die Einrichtung, überzeugen uns nicht. Wir stellen uns auf den Standpunkt, dass das Kinder- und Jugendparlament etwas vorgaukelt, was es von den eigentlichen Zuständigkeiten und Beschlüssen selbst nicht einhalten kann. Ob schon über Jugendparlamente ernsthaft nachdenkt, dann stellt sich die Frage, ist der Landkreis die richtige Ebene? Wenn man es machen will, behaupte ich, ist das, was sehr viel ortsnäher ist, nämlich der Ortsteil, der Stadtteil, die Gemeinde, die Stadt, die Ebene, wo ich einen unmittelbaren Bezug auch aufbauen kann. Wir haben das Beispiel Burghaun. Dort hat das Parlament eine entsprechende Einrichtung beschlossen. Und wir haben anhand dieses Falles erleben können, wie unglaublich schwierig es ist, überhaupt entsprechend die Aktivitäten anzuregen und zu bündeln. Ich glaube, dass es sehr viel wichtiger ist, mit den inhaltlichen Fragen, die ja kurz auch in den Fragen angesprochen wurden, ist, sich inhaltlich auseinanderzusetzen. Die Frage Jugendarbeit in Verbänden, in Vereinen, wo ist der Stellenwert der freien Jugendarbeit, also
derjenigen, die nicht organisiert sind, welche Möglichkeiten können dort geschaffen werden. Das, glaube ich, sehr viel wichtiger anzupacken, als über wiederum formalisierte Entscheidungsebene nachzudenken. Allerdings glaube ich, dass die Anregung davon von den Jugendlichen selber kommen muss. Es macht keinen Sinn, wenn eine Gemeinde oder auch der Kreis sagt, wir schaffen ein Jugendparlament und dann gehen die Jugendlichen rein, sondern von den Jugendlichen selbst muss das Bedürfnis nach Mitarbeit, nach Mitwirkung, nach Einstieg in politisches Handeln kommen. Ich mache jetzt mal eine kleine Probe abstimmungsmäßig, dass das kommunale Wahlalter auch in Hessen auf 16 Jahre runtergesetzt wird. Der hebt jetzt einfach mal die Hand. Das ist eine zögernde, aber dann sehr eindeutige Mehrheit. Da sind wohl so ein paar Meinungsführer vorgeprescht. Aber jetzt frage ich dann auch mal, und seid ihr gleichzeitig auch bereit, euch in diesem kommunalen Bereich dann selbst zu engagieren? Wer könnte das von sich aus so ganz freien Herzens mit Ja beantworten? Der möge dann nochmal die Hand heben. Ehrlich, es wird hier nicht keine Stichprobe, keine Liste geführt. Und da sehen wir einen ganz interessanten Aspekt. Ja, diese passive Situation, mitmachen im Rahmen von Wählen, vielleicht, das war so ein bisschen so ein zögerndes Vielleicht mit den Armen, aber wenn es dann an die eigene Nase geht und an das eigene Fell, was man dann eventuell hinstellen soll, dann wird es schon ein bisschen problematisch. Die Landesregierung spricht von Autonomie und Budgetierung für die Schulen in Hessen. Wir hoffen hier auf umfassende Informationen. Wir sind schließlich die Betroffenen. Werden Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitungen vermehrt Verwaltungsaufgaben übernehmen müssen? Unsere Klasse ist der Meinung, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer bei diesen großen Klassenstärken dann noch weniger auf uns eingehen können. Die vielgelobte Pädagogik geht den Bach hinunter. Ich denke da an Forderungen von Seiten der Landesregierung, zum Beispiel Sponsoring von Klassenfahrten, Schulleiter sind künftig Verwalter, Techniker, Hausmeister und vieles mehr. Frage an die CDU. Ich hoffe, dass Sie uns die Begriffe Autonomie und Budgetierung schülergemäß erklären. Frage an die SPD. Ich bitte für uns um eine Sachinformation. Wie soll diese Neuregelung aufgrund der verordneten Sparmaßnahmen umgesetzt werden? Frage an die Vertreter der beiden Schulträger. Wie denken Sie über eine Autonomie der Schule? Frage an alle, die sich kompetent fühlen. Was sagen die einzelnen Parteien zu diesen Bestrebungen? Ich bitte um Entschuldigung, dass ich einen Fragekatalog vorgelegt habe. Wir haben ihn im Unterricht erarbeitet. Unsere Klasse hält es für richtig, dass Schüleranliegen in einem Zusammenhang erörtert werden. Da würde ich jetzt Herrn Weber bitten. Das, was im Zusammenhang mit Budgetierung gesagt wird, hat für meine Begriffe einen politischen Hintergrund. Es geht darum, die bisherigen Mittel in der Form, die global den Schulen zugewiesen worden sind, nach Schülerzahlen und nach Bedürfnis, dass die entsprechenden Mittel landesmäßig nicht mehr vorhanden sind und dass man sagt, wir machen also Folgendes, im Zusammenhang mit weniger Landesmittel, die zur Verfügung stehen, werden wir die reduzierten Landesmittel verteilen. Und zwar, der Leidtragende ist dann der jeweilige Schulträger, wenn er, sagen wir, eine Zahl X, er hat nur 10.000 Mark oder 100.000 Mark zur Verfügung und mit diesen muss er auskommen. Um Sachinfos gebeten, ich bin kein Schulexperte, sehe aber politisch das nicht ganz so schwarz wie Herr Weber, sondern ich bin der Meinung und habe das auch in vielfältiger Weise schon zum Ausdruck gebracht, wenn ich das Geld vor Ort bringe und dort sinnvoll ausgeben lasse, anstatt es mit der Gießkanne gleichmäßig zu verteilen, dann kann ich mehr bewegen. Ich will die Budgetierung einmal ganz kurz erläutern, um welche Vorstellung es sich handelt. Die große Überlegung Budgetierung geht dahin, alle Gelder vom Land, also dem Staat und dem Schulträger zusammenzuwerfen und dann zu sagen, Schule, jetzt kannst du, wiederum salopp formuliert, damit machen, was du willst. Also Gehälter für die Lehrer und alle Sachmittel für den Schulträger. Das lehnen wir als Schulträger kategorisch ab. Punkt 2, es gibt eine zweite Form der Budgetierung, zu sagen, alles, was der Schulträger an Mitteln zur Verfügung stellt,
Also Bauunterhaltung, Reinigung, Sachausgaben, die werfen wir zusammen und die soll die Schule verwalten. Das führt dann dazu, wie es richtigerweise gesagt wird, dann muss der Schulleiter Experte im Personalrecht sein, der muss Bauexperte sein. Wir halten ihn dafür überfordert. Es gibt eine dritte Form, die kleine Budgetierung, die wir an einigen Schulen erproben, indem die Mittel für Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben, Schwimmunterricht, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen und Sonstiges der Schule global zur Verfügung gestellt wird. Da kann sie im Jahr mit wirtschaften, sie kann sie auch übertragen, sie kann also damit auch größere Anschaffungen, die ihr ganz besonders wichtig sind, tätigen. Hier werden wir Erfahrungen sammeln und dann zu entscheiden haben, ob wir hier damit etwas mehr anfangen können. Nach 60 Minuten Diskussion im Plenum teilte man sich in kleine Gruppen auf und Landrat Kramer, erster Kreisbeigeordneter Möller und die Sprecher der im Kreistag vertretenen Parteien beantworteten die Fragen der Schülerinnen und Schüler. Eine Zusammenfassung der Antworten wurde dann wieder im Plenum vorgetragen. Ich will keine Fragen vorstellen, die ihr mir stellt und die ich euch nicht beantworte. Also Petersberg im Wolfsgarten 12. Aus zwei Gründen. Ich weiß nicht, ob ihr im Sozialkundeunterricht schon irgendwann einmal etwas von Konrad Adenauer gehört habt, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauer war eine so faszinierende Persönlichkeit, dass ich mich schon in sehr, sehr jungen Jahren, mit zwölf, für seine Politik zu interessieren begonnen habe. Und der zweite Grund ist der, ich bin davon überzeugt, dass das Programm der CDU das beste aller Parteiprogramme in der Bundesrepublik ist, wobei ich gleich anfüge, mit allem, was die CDU will, bin ich auch nicht einverstanden. In der Politik ist man immer, sogar in der eigenen Partei, zu Kompromissen gezwungen. Möller lehnt Windkraftanlagen auf der Wassergruppe ab, weil die passen da einfach nicht hin. Und die dritte Frage, Ausbau der A66. Da findet halt Herr Möller, dass die Tunnellösung durch Neuhof am sinnvollsten wäre. Danke. Dankeschön. Das ist Werner von Braunschule Neuhof und wir hatten Herrn Klappert in unserer Gruppe und wir sprachen vor allem über die brennendsten Probleme wie A66 und Mülldeponie. Dabei wollten wir vor allem wissen, wie der Kreistag zu der Tunnellösung durch Neuhof kam und haben erfahren, dass dadurch weniger Abgase und kaum Lärmbelästigungen entstehen würden und dadurch halt besser für Neuhof wäre. Zu privaten, also Fragen halt. Und also als erstes, er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er wohnt in Petersberg und dann haben wir noch gefragt, warum er so an der CDU, also warum er in der CDU ist. Und da hat er gemeint, weil Konrad Adenauer ein großer Politiker war und er interessierte sich halt schon mit 12 Jahren für Politik und er würde auch gerne die Margaret Thatcher kennenlernen als berühmte politische Persönlichkeit. Und Musik ist klassische Musik und sein Komponist daraus ist Mozart. Sein Lieblingsspruch ist "Ich will" und sein Lieblingsfilm ist "Die Bartholomäusnacht". Und liebe Schüler, liebe Lehrer, liebe Podiumsteilnehmer, wir kommen zum Schluss und es ist eine ganz interessante Sache, dass Herr Kramer auf die Frage, was ihn am meisten erschüttert hat, den Aufstand am 17. Juni genannt hat. Genau den Tag haben wir nämlich heute, den 17. Juni. Und das wäre, und jetzt greife ich etwas von vorhin auf, sicherlich ein Anlass, aktuell im Sozialkunde, im Gemeinschaftsunterricht auf so ein Thema ganz spontan einfach mal einzugehen. Das muss keine Stunde sein. Das können 10 Minuten am Anfang sein und das wäre sicherlich sehr wertvoll. Thank you.
Eine Teilnahmeurkunde vom Landkreis Fulda für diese Sache und die Sieger erhalten zusätzlich noch Klassenurkunden. Ich wünsche euch viel Spaß, wir haben heute so schönes Wetter und viel Erfolg für die einzelnen Gruppen. Damit wären die Spiele eröffnet. Da wird jetzt aufgeschrieben für Herrn Möller. So, zwei Versuche. Gruppe Eichenzell 4C. Liebe Gäste, vor allem liebe Schülerinnen und Schüler, Sie alle, euch alle, darf ich heute Abend ganz herzlich willkommen heißen zu unserem literarisch, musikalisch und auch sportlichen Abend, zu einer wunderschönen Rundreise mit dem Don Bosco-Schiff. Dann darf ich vorweg ganz herzlich begrüßen denjenigen, der zu uns gekommen ist, weil wir zum Anlass des 175-jährigen Jubiläums des Landkreises Fulda heute Abend diese Aufführung Ihnen bringen. Ich darf begrüßen den ersten Kreisbeigeordneten und Schuldezernenten, Herrn Gerhard Müller. Herzlich zu diesem bunten Abend ebenfalls begrüßen und Grüße des Landkreises übermitteln. Grüße des Schulträgers der Don Bosco Schule. Ich freue mich, dass Sie im Rahmen unserer Festwoche zum 175. Geburtstag des Landkreises Fulda diesen literarischen, diesen musikalischen, diesen sportlichen Abend mitfeiern und damit dokumentieren, dass wir unser Fest im Landkreis nicht als Fest einer Institution, sondern sehr viel mehr als Fest der Bürger untereinander, der Bürger für den Bürger feiern. Und dass die Schulen des Kreises hierin einen ganz besonderen Wert und eine ganz besondere Aufgabe haben, wird insbesondere am heutigen Tag unterstrichen. Ich habe heute bei vielen Gelegenheiten schon
damals Feiern unterschiedlichster Art miterleben dürfen und die Freude, die die Schüler dabei empfinden, die teilt sich mit, die überträgt sich. Du fliehst wie so nice and fast wie so sugar. Oh yes, here you are. Thank you very much. Mary, would you please be so nice and fast wie so sugar? Oh yes, here you are. Thank you. Thank you very much. Children, one more song please. Oh yes. Mach die Augen zu.
Und wenn Schülerinnen und Schüler der Don Bosco-Schule sich mit Italien beschäftigen, dann darf im Programm der Namensgeber unserer Schule, Don Bosco, nicht fehlen. In Italien hat Don Bosco gelebt, er war ein Priester und Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b wollen in einer ganz kurzen Szene uns die Persönlichkeit des Don Bosco nahebringen. Was hat gemacht? Ich habe als Handwerker gearbeitet und nun hat sich mein Meister weggeschickt. Er hat gemeint, ich hätte nicht genug gearbeitet. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und wo sind deine Eltern? Meine Familie wohnt auf dem Land. Wo hast du denn letzte Nacht geschlafen? Letzte Nacht habe ich auf den Stufen vor dem Turm geschlafen. Ist dich erstmal satt. Für heute werde ich für dich sorgen. Morgen suche ich für dich einen neuen Meister. Der dich bestimmt nehmen wird. Und wenn du mal vorbeikommen willst, besonders an den Sonntagen, dann bist du herzlich willkommen. Ich komme bestimmt sehr gerne. Und willst du noch etwas mit uns spielen? Oh ja, gerne. Komm, wir flammen um die halbe Welt. Hallo, Europa, guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Gekommen, diesen hessischen Löwen, den Gusseisernen, nachgießen zu lassen und im Rahmen des Kreisjubiläums doch wieder neu anzubringen, um damit sehr sinnfällig nach außen deutlich zu machen, dass auf dem Boden, auf dem wir leben, über unsere Vorfahren eine gemeinsame Geschichte haben und in diesem Raum auch eine gemeinsame Grenzgeschichte. Diesen mächtigen Grenzsteine sind ja Ersatz für Pfähle, für Grenzpfähle aus Holz, aus Eichenholz, die aber im Laufe der Zeit wieder verschwunden sind. Wir wollen nun 1996, kurz vor der Jahrtausendwende, an diese Geschichte auch dadurch erinnern, indem dieser Grenzstein und die beiden Grenzsteine wieder instand gesetzt worden sind. Und an dieser Stelle darf ich nicht nur Herrn Kiefer für die Idee, für die Anregung danken. Ich möchte auch dem Hessischen Straßenbauamt danken, dass über Herrn Kutschbach die Regie für die Beschaffung, für den Nachguss des Hessischen Löwen übernommen hat. Dieses Grenzmal an der Straße zwischen Rönshausen und Lütter zeigte an, dass hier einst die Landesgrenze zwischen dem Kurfürstentum Hessen und dem Königreich Bayern verlief. Jenseits des Steines in Richtung Lütter begann also bis 1866 das Ausland. Der heute wieder in den Stein eingefügte hessische Löwe wurde, als Kurhessen preußisch geworden war, entfernt. Grenzmale wie diese standen nur an Hauptstraßen, wie zum Beispiel bei Dolbach. Im Wald hinter dem Grenzstein ist der Grenzverlauf durch kleinere Steine markiert. Hier treffen wir Herrn Kiefer am Ende seiner Führung entlang der kurhessisch-bayerischen Grenze. Die Wandergruppe kommt aus Dölbach. Also hier ist eine politische Wanderung. Der Stein Nummer 281, der stand bei dieser Lärche, wo also die Weisungslinie hinzeigt. Den hat der Besitzer, weil er ihn störte, beseitigt. Und dann gibt es noch den Stein 280, der steht hier unten. Ein mehrfach zitiertes Protokoll berichtete zu diesem Stein ein weißer Stein, gleich dem vorigen, also weg. Steht etwas erhöht am Waldzaun, das stimmt auch noch.
und rechts an dem von Lütter nach Rönshausen ziehenden Feldweg. 5 Fuß links vom Stein steht ein versunkener, mit einer Längenschleife versehener, alter privater Markstein. Der ist jetzt noch restlos versunken. Man sieht ihn also nicht mehr. Bayerischerseits endet hier der Wald des Kaspar Enders und beginnt als Anstößer jenseits des erwähnten Weges mit Wald, Nikolaus Höhl, das dürfte hier gewesen sein. Und hessischerseits, der vorige Anstößer vom Feld, das ist also hessischerseits hier. Gersfeld hat anlässlich der 175-Jahr-Feier des Landkreises Fulda eine eigene Ausstellung über den ehemals selbstständigen Landkreis Gersfeld vorbereitet. Die wir heute hier eröffnen, bezieht sich auf den Altkreis Gersfeld, der die heutigen Städte Tann, Hilders, Ehrenberg, Poppenhausen, Ebersburg und Gersfeld umfasst. Fried bildete über 70 Jahre eine eigenständige Gebietskörperschaft. Diese Gebietskörperschaft nahm vielfältige Verwaltungsaufgaben wahr. Die Geschichte dieses Kreises zu dokumentieren und sowohl Verwaltungshandeln als auch das gesellschaftliche Leben darzustellen im ehemals selbstständigen Landkreis Gersfeld war das Anliegen der Stadt. Die Ausstellung erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Sie zeigt das Leben der Menschen in einer rauen, unwirklichen, kalten und armen Gegend Deutschlands. So wie Sie, Herr Landrat, anlässlich der 120. Jahreshauptversammlung des Rhön-Clubs hier in Gersfeld dokumentiert haben, Sie lachen, ich bin ein Gersfelder, hat er gesagt, so bekennen wir uns als Gersfelder zum Landkreis Fulda. An dieser Stelle möchte ich meinen ganz besonderen Dank dem Leiter unserer Kurverwaltung, Herrn Norbert Filke, aussprechen, der sich in hervorragender Weise für diese Ausstellung engagiert hat. Auch dem Landkreis Fulda und Ihnen danke ich recht herzlich, da die Anregung für diese Ausstellung mit diesem Thema vom Landkreis Fulda gegeben wurde. Herzlichen Dank. Ein herzlicher Dank geht auch an Herrn Hans Kleiner, der die einführenden Worte zu dieser Ausstellungseröffnung hier geben wird. Historischen Fakten zurückzukommen, muss ich damit beginnen, dass bis zum Ende des Alten Reiches, genau bis 1803, die reichsritterschaftlichen Herrschaften quasi eigene Staaten gewesen sind, also die Herrschaft Ebersberg-Weyers, die Herrschaft von Hohenzollern-Tann, waren innerhalb der Ritterkantone, in die das ganze Reich eingeteilt gewesen ist, Selbstverwaltungskörper mit Jurisdiktion und allem drum und dran, natürlich im Rahmen der reichsgesetzlichen Vorschriften. Napoleon hat mit seiner großen Flurbereinigung diese Reichsunmittelbarkeit beseitigt. Und diese Herrschaften gingen dann unter in größeren politischen Einheiten. Die Ämter Weyers und Hilders
kam zu Würzburg Toskana. Es war selbstverständlich da zum Programm der Woche des Kreises gehörig, dass ich zur Eröffnung dieser Ausstellung nach Gersfeld kommen würde. Aber das fast noch stärkere Motiv für mich hier zu sein, ist die Tatsache, dass ich Ihnen danken wollte dafür, dass Sie sich, und wie ich zwischenzeitlich sehe, mit Erfolg die Mühe gemacht haben, im Rahmen des Jubiläums des Landkreises Fulda die Geschichte des früheren selbstständigen Landkreises Gersfeld aufzuzeichnen und uns mit Bildern darzustellen. Und lieber Herr Fülke, Sie sind bereits gelobt worden. Wir haben eine Ausstellung der Geschichte des Landkreises Fulda in der Kreissparkasse am Buttermarkt in Fulda präsentiert. Ich weiß, wie viel Zeit, wie viel Mühe, wie viel Schweiß ein Wissenschaftler hat aufbringen müssen, um diese Präsentation logisch, verständlich und anschaulich darstellen zu können, dass Sie das offensichtlich weitgehend in Ihrer Freizeit als Autodidakt geschafft haben, ist eine ungeheure Leistung. Herzlichen Dank. Zu dieser Selbstdarstellung der Stadt, des ehemaligen Kreises Gersfeld, und ich wünsche dieser Präsentation viel Besuch und viel Interesse. Dankeschön. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Schulfest der Röhrenschule Gersfeld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir feiern heute ein Schulfest im Anschluss an die Projektwoche im Rahmen der 175-Jahr-Feier des Landkreises Fulda. Das Jubiläum feiern wir in dieser Woche und ich möchte an dieser Stelle herzlich Dank sagen, dass die Schulleitung, dass das Kollegium, dass die Schülerschaft, dass die gesamte Schulgemeinde dieses Jubiläum mit uns feiert. Das Fest einer abstrakten Institution von Gremien oder von Kommunalpolitikern, wie ich sicherlich auch. Es ist das Fest der Menschen im Landkreis Fulda, die für sich dieses Fest ausrichten. 175 Jahre Landkreis Fulda, mehr als 25 Jahre Schulträger, Träger also unserer 65 Schulen, von der Grundschule bis zu den beruflichen. Und dies ist für uns eine ganz besondere Verpflichtung. Und über die Schulen ist die Institution Landkreis Fulda in der gesamten Fläche fest verankert. Und wenn wir heute in Gersfeld sind, und in Gersfeld miteinander feiern können, dann war es für mich ein ganz besonderes Anliegen, sicherlich wiederum nur sehr begrenzt, heute jedenfalls am Anfang mit dabei zu sein. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, der Altkreis Gersfeld gehört nun über viele Jahrzehnte integriert zum Landkreis Fulda. Wenn ich hier sehe in dieser großen Halle, dann werde ich natürlich daran erinnert, dass es diese Halle nicht schon 25 Jahre lang gab, sondern ich war durchaus maßgeblich mitbeteiligt, dass diese Halle so werden konnte und vor allen Dingen auch realisiert werden konnte. Das erfüllt mich mit Stolz, dass diese Schule nun in dieser gewachsenen Struktur eine so gute
äußere Bedingungen hat. Dritter Punkt. Es würde nichts nutzen, wenn der Landkreis für das Gebäude die optimalen Voraussetzungen schafft, die Lehr- und Unterrichtsmittel in Ordnung sind, wenn nicht ein Kollegium, eine Schulleitung das Leben in dieser Schule mit der Schülerschaft und mit der Elternschaft in so herausragender Weise ausfüllen würde.
kommt Klaus. Hier kommt Klaus. Hier kommt Klaus. Über die Kreisgrenzen schaue und auch in die Nachbargemeinden schaue, da muss ich sagen, hier im Landkreis Fulda und ich möchte sagen, besonders in unserer Gemeinde Eiterfeld, ist eine musikalische Breitenausbildung, die seinesgleichen sucht. Ich denke, einen Großteil verdanken wir hier dem Landkreis Fulda, vertreten heute durch den ersten Kreisbeigeordneten Herrn Möller und besonders auch der Kreismusikschule. Herr Friedrich wollte gerne kommen, der Leiter der Kreismusikschule, ist aber leider verhindert. Der Kreisstadt Hünfeld kann man, gibt es verschiedene Termine, wie man das ansetzen kann. Als frühester Zeitpunkt kann der 29. Juni 1821 angesehen werden, denn an diesem Tag wurde das sogenannte Organisationsedikt des Kurfürsten Wilhelm II. Von Hessen-Kassel erlassen, das eine weitgehende Verwaltungsreform in seinem Gebiete durchführte. Aber eigentlich müsste man den 30. August als Geburtstag ansehen, denn in einer zusätzlichen Verordnung taucht in dieser Verordnung zum ersten Mal der Ausdruck Hünfeld als Kreisstadt auf. Meine Damen und Herren, bei dem Versuch, das, was bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits geschichtlich aufgearbeitet worden ist, ein gewisses Resümee zu ziehen, bin ich persönlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Geschichte dieses Landkreises die Geschichte unserer Nation widerspiegelt. Der ländliche Sektor ist keine Insel, er war es nicht und er wird es nicht sein. Trotzdem komme ich zu dem Resultat, dass in einer sehr vorsichtigen und begreiflicherweise sehr unvollständigen Rückschau auf 175 Jahre und vor allem auf die zurückliegenden 25 Jahre Positives berichtet werden kann. Zu dem, was mich glücklich macht, gehört die Tatsache, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass dieser Landkreis in seiner heutigen Gebietskulisse kein Stückwerk ist. Wir haben gesammelt, wir haben Kräfte gesammelt, in dieser Gewissheit begehen wir das Jubiläum und in dieser Gewissheit, Herr Bürgermeister Dr. Fennel, werden die Stadt Hünfeld und der Kreis gemeinsam die Zukunft gestalten. Herzlichen Dank. Sagen Ihnen zunächst einmal, dass Sie mich willkommen Interesse gezeigt haben an dieser Veranstaltung. Besonders Ihnen, Herr Landrat Kramer, für Ihre Grußworte, die nicht nur verbindlich waren, verbindend und uns hoffnungsvoll in das gemeinsame Miteinander der Zukunft schauen lassen.
Königin braucht ihr auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die ihr gut gedeihen. Dann ginge es nicht. Es kann nicht jeder im gleichen Maße helfen, aber es sind doch viele Hände bemüht, in einem Schuljahr uns bei Bastelaktionen oder beim Schulfest, was auch immer, wenn wir fragen, bekommen wir Unterstützung. Sogar in Zeiten wie jetzt, wo Frau Emmerling, an die wir bestimmt alle jetzt denken, im Krankenhaus liegt, haben wir auch Unterstützung von Eltern, die uns entweder auf einer Wanderung helfen und Kinder mitbeaufsichtigen und betreuen, oder sogar auch hier beim Unterrichten mithelfen. Ich habe bestimmt nicht gedacht, dass ich das jetzt mache, aber ich mache es einfach. Die Linde Krowas ist seit 6 Jahren an dieser Schule Schulelternbeiratsvorsitzende. Und sie hat Enormes in diesen 6 Jahren geleistet. Das kann man in der ganzen Schule sehen, denn wir tun sowas, was wir mit dieser Schule machen, nicht ganz alleine. Die Linde Krowas zur Ehrenbürgerin der Schulgemeinde der Wendelino-Schule. Wir verleihen also der Linde Krowas den ersten grünen Sonnenblumenkübel der Lernwerkstatt. Veranstaltungen. Und ich kann sagen, dass überall eine herzliche Freude, viel Fantasie, großes Engagement und eine wirklich beeindruckende Mitarbeit
der Schüler, des Kollegiums und der Elternschaft festzustellen ist. Und das macht uns stolz und wir können stolz auf unsere Schulen sein. Die Atmosphäre in der Schule, die Arbeit widerspiegelt. Und ich kann Ihnen das Kompliment machen, hier an der Wendelinus-Schule in Steinau spürt man, dass es nicht nur ein gutes Klima gibt, sondern dass eine ganz engagierte Schulgemeinde die Kinder in bestmöglicher Weise vorbereitet für das, was sie für das Leben tüchtig machen soll. Was wir dem Landkreis schenken sollten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihnen das schönste Geschenk machen, wenn wir uns unsere Verbundenheit als Kreisorganisation mit dem Landkreis Fulda dokumentieren. Ich möchte kein langes Grußwort sprechen, sondern bereits schließen, indem ich das Leistungsmotto der mehr als 2000 Handwerksbetriebe im Landkreis Fulda, nämlich das Motto junge Ansichten und gute Aussichten in Ausbildung und Beruf, auch auf den Kreis Fulda übertrage und der Kreisorganisation auch für die kommenden 175 Jahre junge Ansichten und gute Aussichten wünschen möchte. Augenblick am schwersten auf unseren Schultern lastet, sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vielleicht fragen Sie mich, weshalb ich die Wiedervereinigung als besonders freudiges Ereignis mit der Rezession in Verbindung bringe. Ich tue das, meine Damen und Herren, weil ich in dieser Geburtstagswoche des Landkreises Fulda möchte, dass wir uns die Zuversicht nicht nehmen lassen. Erinnern wir uns doch bitte alle an die Jahrzehnte der deutschen Teilung. Erinnern wir uns bitte daran, dass wir über Jahrzehnte Zonenrand gewesen sind. Dieses Schicksal damals hat uns nicht niedergedrückt. Die Menschen haben eine Perspektive gehabt. Diese Perspektive hat darin bestanden, dass ihnen die Region Brot und Arbeit geboten hat. Und die Tatsache, dass das möglich war, ging zurück darauf, dass wir seit eh und je über ein stabiles und über ein leistungsfähiges Handwerk verfügt haben.
Thank you.
Und es geht jetzt weiter mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Steinau unter der Leitung von Oswin Schmidt. Soll. Es gibt jetzt auch etwas, denn diese wunderhübschen, charmanten Damen haben meine Leibspeise mitgebracht. Meine Leibspeise ist Mohnkuchen. Mohnkuchen schenken euch die Gastwirtinnen und Gastwirte des Röner Charms aus Anlass des 175. Geburtstags des Landkreises Fulda. Die Damen werden den Kuchen jetzt anschneiden. Gibt es einen ganz großen Applaus für diejenigen, die uns den Kuchen geschenkt haben. Ja? Wollen wir das mal machen? Darüber, dass es einen Volksstamm in Südungarn gibt, der unsere Kultur, der unsere Sprache nicht vergessen hat, sondern am Leben erhält. Und ich habe gehört, dass mindestens einige dieser Jungen, die heute zu unserer Freude aufspielen, deutsche Vorfahren haben. Ich danke dem stellvertretenden Leiter unserer Schule in Eiterfeld, Herrn Bagus, dafür, dass er die Betreuung unserer ungarischen Gäste übernommen hat. Und ich danke den fünf Jungen, die zu unserer Freude auch spielen. Dankeschön. Sie sich jetzt auf Mode
aus VHS-Kursen. Meine Damen, meine Herren und auch ihr lieben Kinder. Hallo ihr lieben Kinder, seid ihr alle da? Ja? Ich erzähle die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie lebt in der Grotte auf weißen Karamell. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Hat sie ihn erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hebt den Bogen raus, meine Damen und Herren. Hier kommt die Maus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich begrüße Sie am heutigen Sonntagvormittag auf dem Rathausplatz in Hünfeld sehr herzlich. Und glauben Sie mir bitte, dass dieser Gruß wirklich von Herzen kommt, denn das Wetter hat uns leider am heutigen Tage ein ganz klein wenig im Stich gelassen. Aber es ist wie in der Kirche. Bedauern erreicht immer nur diejenigen, die nicht da sind. Deshalb heiße ich Sie willkommen zu einer Veranstaltung, die eine Verlosung darstellt. Wir haben im Rahmen des Kreisjubiläums ein Suchspiel durchgeführt, dessen Eigenart darin bestanden hat, dass die Teilnehmer in den kreisangehörigen Kommunen bestimmte Ziele ansteuern mussten, um die gestellten Aufgaben zu lösen. Haben wir dieses Suchspiel durchgeführt? Wir haben es getan, weil wir fest davon überzeugt gewesen sind, dass bei näherem Hinschauen, bei genauem Hinsehen, viele von uns die eigene Heimat noch nicht präzise genug kennen. Die Deutschen fahren ins Ausland. Wenn sie Urlaub machen, lassen sie Milliarden von Mark dort. Aber bei der eigenen Heimat gibt es immer noch Defizite. Hier haben sich beteiligt 10 Gruppen und 85 Einzelpersonen. Wir hätten uns gewünscht, dass es mehr gewesen wären, aber auch hier sage ich Danke an diejenigen, die sich beteiligt haben. Dank gilt dem ersten Mann der Kreisjugendfeuerwehr, Herrn Menche, der neben mir steht, der heute Morgen bereits eine Strecke von 30 Kilometern beim Rhön Special Cup hinter sich gebracht hat. Er befindet sich in einer Jugend, die ihn auch nach einer solchen Anstrengung immer noch auf beiden Beinen stehen lässt.
Herr Menche, Ihnen und allen, die mitgemacht haben, herzlichen Dank. Den Teilnehmern und der Auswertung der Ergebnisse, meine Damen und Herren, ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass es viele Teilnehmer gegeben hat, die die höchste Punktzahl erreicht haben. Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitspieler vor allen Dingen, jetzt wird es spannend, denke ich. Der Landrat zieht jetzt den ersten Preis, er guckt auch schön weg, und zwar geht es dabei um einen Videorekorder. Der Preis geht an Benjamin Götz aus Eidelfeld. Kommt man nach vorne? Mal sehen, wer es gewinnt, und zwar eine Gartenbank. Ja, es geht auch wieder nach Eidorfeld. Und zwar an den Manuel Götz. Ja, Manuel? Schön, ja. Ich glaube, deine Eltern können wohl ziemlich viel damit anfangen. Ja, kannst du da sitzen bleiben. Das finde ich gut. Im dritten Preis haben wir einen Heimtrainer, der steht hier vorne, um sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Hat man ja schon bei den Zugspielen gemacht, aber da kann man es jetzt auch zu Hause vom Fernseher nochmal. Ah, geht nicht nach Eidelfeld. Er geht nach Hosenfeld. War an die Sarah Maria Jahn. Ah, ja. Zeitungen für das Gruppenbild der Preisträger laufen. Darf ich Ihnen sagen, wir sind vom Handwerk der Konde. Sie haben viele wunderschöne Preise verteilt. Und damit Sie selbst als Gastgeber auch nicht zu kurz kommen, haben wir ein besonderes Geschenk für Sie vorbereitet. Und hat das gemacht, und ich darf nun zu mir bitten, das Vorstandsmitglied der Bäckerinnung, Herrn Bäcker, und Konditormeister Stefan Kiekopf hier aus Hünfeld. Er hat ein Geschenk für den Landkreis aus Teig. Bitte schön, Stefan, übergeben Sie das. Trägt die Inschrift 175 Jahre. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Höhepunkt des heutigen Nachmittags. Die Gäste eines Geburtstags bringen ja gewöhnlich Geschenke mit, und wir im Landkreis wissen natürlich, dass die vielen Feiern in den Dörfern, in den Städten, in den Gemeinden kaum denkbar wären ohne unsere Musikvereine. Und wir in der Kreisverwaltung haben uns gesagt, aus Anlass unseres Kreisjubiläums geben wir einen Kompositionsauftrag. Es sollte ein Werk sein, das einen festlichen Charakter hat, das bei Festakten, das im feierlichen Zusammenhang aufgeführt werden sollte. Es sollte als zweites so komponiert sein, dass es nicht nur von wenigen Vereinen, sondern von unseren meisten Vereinen im Landkreis Fulda auch spielbar ist. Und wir haben aus diesem Grunde auch einen Kenner unserer Musikszene damit beauftragt, dieses Werk zu komponieren. Herr Martin Gensler ist Berufsmusiker, er ist Trompeter, er ist Komponist, und er hat von Landrat Fritz Kramer den Auftrag erhalten, ein festliches Werk, das bei uns lange Zeit als Arbeitstitel hieß Hymne, an den Kreis zu komponieren. Der Komponist hat selbstverständlich das Werk so benennen können, wie es dem Charakter des Werkes entspricht. Und entstanden ist ein festliches Divertimento, das Sie jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmals hören werden.
Es wird dirigiert vom Komponisten selbst, von Herrn Martin Genzler. Thank you.
Meine Damen und Herren, wenn ein Landkreis Geburtstag feiert, dann tut er dreierlei. Er erinnert sich seiner 175-jährigen Vergangenheit, er analysiert die Gegenwart und er wagt einen Blick in die Zukunft. Bei der Betrachtung der Gegenwart haben wir den Versuch unternommen, allen Bürgerinnen und Bürgern des Kreises zu zeigen, dass wir eine Region mit einer eigenen Tradition, mit einer eigenen Identität und mit einem eigenen Selbstbewusstsein sind. Ich glaube, dass sich in diesen 7 Tagen erwiesen hat, dass dieser Landkreis voller Leben ist. Ein Landkreis lebt, wenn seine Bürgerinnen und Bürger Gemeinschaft praktizieren. Gemeinschaft wird praktiziert in unseren Vereinen. Und zu den schönsten Vereinstätigkeiten gehört das Musizieren. Gerade weil Herr Dr. Herr vorhin Bezug genommen hat auf eine Fabel, erinnere ich mich daran, gelesen zu haben, dass Friedrich Nietzsche einmal gesagt hat, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und ein anderer hat gemeint, dort, wo die Sprache aufhört, beginnt die Musik. Wir haben durch unsere Musikvereine davon am heutigen Nachmittag etwas gespürt. Ich sage allen herzlichen Dank.